Hallo in Kundas Garten. Wir haben gerade Glück, es sind beide Frösche zu sehen. Da hinten hat sich der zweite Frosch versteckt. Ich hoffe, man sieht ihn. Und da ist jetzt der andere in unserer kleinen Mörtelwanne. Die haben wir heuer erst hergesetzt. Ist schon ziemlich zugewachsen. Algen haben auch ein paar drin. Und jetzt fällt halt schon einiges ab. Aber rundum verblüht ist. Die Sonnenblume ist ewig hoch geworden. Die Zinien und der Purpursonnenhut machen sie gut. Ersten Umi muss erst noch ein bisschen zuwachsen, aber das wird nächstes Jahr schaut es wieder anders aus. Und dann schauen wir mal, ob ich das Wasser drin lassen soll, muss im Winter oder rausnehmen. Gehen wir nochmal zum hinteren großen Frosch, wenn ich ihn kriege.